Da ist erstmal unser nächstes Ziel. Unsere heimische Singvögel. Das glaubt man gar nicht, dass es so viele verschiedene Vogelarten hier gibt. Man sieht meistens nur Amseln, Spatzen, Meisen. Was bei uns jetzt viel gibt, sind diese Rotmilan. Aber sonst so, Leute, hier sind wir wieder. Die Sonne ist rausgekommen. Man sieht echt, wie es langsam grün wird hier im Wald. Überall blühen die verschiedensten Blumen. Es wird grün. Es ist Frühling. Halleluja. Suchen wir jetzt hier gerade einen Abstieg, weil ich am besagten Turm eigentlich noch nie war. Ja, die Vögel zwitschern. Richtig geil. Sonne kommt langsam durch. Ja. Es ist nachts noch recht kalt. Wir hatten heute Nacht, glaube ich, minus 2 Grad. Aber tagsüber wird es dann, ja, da wird es dann warm. Und das ist ja die Hauptsache. Wir suchen uns jetzt gerade einen Weg hier zu besagtem Turm. Dann schauen wir mal. Da kann man nicht mehr wirklich viel erkennen. Da könnte man echt mal, ja, schaut euch das mal an, alles kaputt. Aber klar, bis hier mal die Arbeiter von der Stadt herkommen oder wer da zuständig ist, da vergeht wahrscheinlich einige Zeit. Hier haben wir überall diese Schluchten. Da hinten ist der Eingang. So eine Höhle, eine kleine. Und da wird immer meine Neugier geweckt, wenn ich sowas sehe. Wo ist ja auch, ihr kennt es bestimmt auch immer wieder, unterwegs ist, auch auf der Suche nach einem geilen Spot für einen Overnighter. Ja, okay, das ist schon so eine Ausbuchtung. Geht nicht wirklich, weit rein, aber ja. Hätte ja sein können. So, Freunde, wir nähern uns langsam aber sicher unserem Ziel. Und überall diese Tafeln hier aufgestellt. Schutzfunktion des Waldes, Forstwirtschaft, spiegelt jetzt alles ein bisschen, finde ich gut für Leute, die wohl so gar keine Ahnung haben, die können da echt ein bisschen lesen und sich weiterbilden. Hier haben wir ein schönes Tannenwäldchen. Schlägt natürlich sofort unser Herz höher. Ich sag nur das Gold des Waldes. Da werde ich mich nachher mal durchschlagen und mal schauen. Hier steht mittendrin ein Toter. Ja. Und das sind mir auch so die liebsten Plätze für einen Overnighter. Da ist hier gerade schöne gerade Bäume.
stehen, in einem guten Abstand eigentlich, um seine Hängematte aufzuhängen oder einen Tarp zu spannen, ist das ja optimal. So, jetzt haben wir hier ein ganz interessantes Greifvögel und Eulen. Das ist für mich auch, also ich stehe ja tierisch auf diese Raubvögel. Ich weiß nicht, ob ihr es hört im Hintergrund. Die Vögel gackern und ja, jetzt schauen wir das uns mal an. Steigentour Schwäbischer Albverein. Erlebnispfad. Jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir erstmal den Turm an und dann zeige ich euch heute mal die Burg aus einer anderen Perspektive mal. Heute mal andersrum. Was haben wir jetzt hier wieder für Schilder? Hier dann wie eine Spendenaktion. Ja, wir kommen näher und immer näher. Da oben könnte ich jetzt das Schild gebrauchen. Es sind aber normale Raben, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Die hocken überall da oben drauf. Sind das Raben? Ich weiß es nicht. Wenn ihr was wisst vom Geräusch her oder so, schreibt es mal unten in die Kommentare. Dann haben wir hier einen wunderschönen Vespertisch. Richtige lange Tafel wie bei den Wikinger. Ja, schauen wir da mal schön runter. Ja, da geht's wieder abwärts. Aufwärts, abwärts, ein Auf und Ab wie im wirklichen Leben. Aua. Alplandschaft. Jetzt schauen wir mal. Haben sie Strom raufgelegt. Der Turm wird öfters beleuchtet. Das war zum Beispiel vor knapp 2 Wochen war er beleuchtet. In die Ukraine-Farben. Schaut euch das mal an, wie hoch es da geht. Das da drüben, das ist jetzt die Burg, wo ich schon 2, 3 Videos gedreht habe. Sieht man sie heute mal von einer anderen Perspektive. Ich versuche es mal ranzuzoomen. Schon imposant, ja.